Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 17. Juni 2019 mit einer Zigeunerlegung. Aber wir haben ja heute auch einen wunderbaren Vollmond, Vollmond im Schützen. Und würde gerne die Karten, die ich schon am Freitag für diesen Tag gezogen habe, also auch für dich hier deuten, was dieser Vollmond auch bei dir oder bei uns allen auch bewirken sollte. Und natürlich ist das auch eine Liebeslegung hier. Also es geht auch darum, dass dieser Vollmond auch eine bestimmte Auswirkungen auch in der Liebe haben. Natürlich auch auf der Seelenpartnerschaft, am meisten mit den Menschen, wo du dich also sehr, sehr verbunden fühlst oder natürlich auch auf deine Partnerschaft. Vielleicht spürst du auch diese starke Energien seit Tagen. Also das schleicht sich und steigt immer die Energie höher bis zu dem Vollmond, bis dieser Höhepunkt erreicht wird. Und dann klingt das auch also sehr langsam, also dauert ja auch noch, bis diese Wirkung nachlässt. Also wir haben jetzt diesen Vollmond um 9 Uhr und noch was am Morgen. Und ich bitte dich, dass du dich voll und ganz auf deine Situation konzentrierst und in der Energie der Kristallschale auch einschwingst und dich einstimmst und auch ihre Schwingung, also in dir ganz aufnimmst und mir deine Gedanken sendest. Schließe dabei deine Augen. Also ich hoffe, du konntest entspannen. Warum geht es heute? Was will dieser Vollmond auch bewirken? Also generell bei Vollmond ist es so, dass die Energie verstärkt wird. Und ja, also das ist dann so kraftvoll, dass du das auch wirklich Tage schon vorher spürst. Und heute haben wir den Vollmond auch besonders in so eine rote Farbe, eine Erdbeermond auch genannt oder eine Supervollmond. Und das ist eine höchste Transformation, also höchste Transformation und die Kräfte sind aktiv. Und es geht auch wirklich darum, dass du dir auch Zeit heute findest für eine Neuausrichtung, dass du dich vielleicht nicht überanstrengst, dass du dir auch Ruhe gönnst. Und also es findet eine Neuausrichtung statt, also eine neue Ebene. Und dass du dich voll und ganz darauf einstimmst. Also Mond in den Schützen steht auch für Visionen. Also es ist wichtig, dass du auch heute bestimmte Visionen vor deinen Augen hältst. Also es geht darum, dass du auch an dich glaubst. Also egal wie absurd jetzt irgendetwas klingt, dass du an dir glaubst und deine Vision darauf richtest, ja, deinen Fokus. Und der Mond steht sowieso immer für die Intuition und die Seelenkraft. Deswegen spürst du auch deinen Seelenpartner sehr, weil das findet auf der Seelenebene statt. Und es ist wichtig, dass du auf Bauchgefühl hörst heute. Auch wenn dein Seelenpartner dir irgendwas anderes gesagt hat, dass du ihn auch spürst und wahrnimmst, falls du ihn spürst und wahrnimmst, dass du wirklich auf deinen Bauchgefühl dich konzentrierst. So, hier die zwei wunderbaren Karten noch. Also der Vollmond ist ein Portal, ist ja immer ein Portal, weil das in was Neues übergeht. Also Vollmond ist sozusagen die Vollendung und also ist auch wirklich kurze und intensive Dauer. Und du bist jetzt auch bereit, jetzt in diese neue zu gehen, die neue Dynamik. Aber also du spürst auch, dass diese Energie sehr, sehr, sehr stark ist. Also das spürst du, nimmst du wahr. Und der Blutmond,
Also da ist noch ein innerer Kampf bei dir, löst das aus. Also wo du weißt ganz genau, das will ich loslassen oder das will ich erreichen. Und das hat mit deinem Glaubenssatz zu tun, ja. Also und prüfe deinen Glaubenssatz nochmal und hole deine Energien zurück auch. Also in Bezug auf Seelenpartner, vielleicht hast du einen bestimmten Glaubenssatz oder hast du das Gefühl, du hast diesen Menschen verloren und dadurch fühlst du dich in Energiemangel. Also es geht darum, dass du deine Energie heute zurückholst und dass du dich aus diesem Gedankenkarussell, wo du dich heute befindest oder generell befindest, dass du das unterbrichst und dass du das also beendest. Hole deine Energie zurück, wenn das jetzt noch nicht ist mit deinem Seelenpartner, dann braucht es noch eine Zeit und du kannst keinen Menschen in dem Sinne verlieren. Wir sind alle miteinander verbunden. Was sagen die Mondaspekte? Die Mondaspekte sagen, schau dein Seelenlicht heute an. Ja, wie leuchtend deine Seele ist. Schau dir das an. Und nehme auch die Herausforderungen an, also in deinem Leben und auch diesen Prozess, was du vielleicht jetzt gerade, wenn du dich in dem Seelenpartnerprozess befindest, dass du das auch für dich annimmst, diese Herausforderungen, und dass du vertraust, wollen dir die Karten sagen, dass du dich auf diesen Weg vertraust, also dass du im Vertrauen bleibst. Also es geht hier darum, dass du diesen Prozess in Freude und Leichtigkeit gehst und keinen Druck machst. Der muss jetzt seine Frau verlassen oder muss seinen Partner verlassen, und um zu dir zu kommen, und du willst ja unbedingt eine Beziehung. Geh mit Freude und Leichtigkeit diesen Prozess. Das ist auch ein Wachstumsprozess für dich und bleibe im Vertrauen. Also es geht wirklich darum, bleibe im Vertrauen. Werde dir bewusst, was es auch mit dir macht. Was macht es mit dir? Bewusstwerdung dieser Vollmond, ganz, ganz stark. Es geht auch hier um deine Emotionen zu heilen, zuzulassen, zu erkennen. Es geht auch darum, deine Gefühle anzunehmen. Was macht es mit dir? Wo kennst du diese Gefühle her, die jetzt in dir hochkommen? Das sind wichtige Themen, und dass du es aussprichst, dass du darüber sprichst, ja, über deine Gefühle, über deine Emotionen, über deine Empfindungen, ja, und dann kommst du in diese Vollendung, dann vollendet sich dieser Zyklus, wenn du da so viele, viele Dinge annimmst, anerkennst und bewusst wirst. Und natürlich hole deine Kraft heute besonders zurück bei diesem Vollmond, und natürlich kannst du auch den Vollmond für Manifestation auch nutzen, um an deinen Visionen wirklich festzuhalten, deine Visionen auszusenden, dich zu fokussieren. So, und jetzt konzentriere dich bitte auf dein Thema, weil ich lege jetzt die Zigeunerkarten für dich. Also ich mache eine kurze Legung, damit ihr auch die Möglichkeit habt, mehrere Videos anzuschauen, ja? Also es geht darum, dass du dich heute sehr verlassen fühlst, in diese wartende Position fühlst. Also es geht auch darum, ja, dass du vielleicht eifersüchtig bist. Also Eifersucht ist nicht immer Eifersucht. Vielleicht fühlst du dich abgelehnt, vielleicht fühlst du dich ja, also bist du vielleicht nicht ganz in deine Kraft, vielleicht fühlst du dich nicht gut genug. Es geht wirklich um diesen spirituellen Wachstum, und dein Gegenüber fühlt sich genauso. Also ihr fühlt euch beide so einsam und es fehlt etwas, ja. Und der eine denkt über den anderen halt, hat dann so auch vielleicht stückweise Verlustängste, ja. Es geht wirklich darum, dass man in diese Fröhlichkeit geht und in der Fülle Bewusstsein. Wir sind alle miteinander verbunden. Geh in diese Fülle Bewusstsein. Genieße das Gefühl, wenn du an dein Gegenüber gehst, und geh in dieses, ja, geh in diese Fröhlichkeit, ja. Dann fühlst du dich schon
schon viel, viel besser. Überwinde diese Gefühle, weil immer wenn du etwas Schlechtes fühlst, das ziehst du immer mehr in dein Leben. Liebe Engel, wann kann ich die Karten auslegen? Ja, und dann kommt die Hoffnung, also hier die große Hoffnung, ja. Und allerdings auch Verlustängste, Verlustdenken, also Verlustängste für dich, ja. So, ich drehe jetzt mal die Karten um. Moment. So. So. Also für dich kommt auf jeden Fall schon mal die Fröhlichkeit. So. Bin genauso gespannt wie du. Stehen aber alle Karten fast auf dem Kopf. Also viele Karten stehen auf dem Kopf. So, dann fange ich an mit meiner Deutung. Also es geht heute, Moment, dann muss ich die Kamera so einstellen, dass du das alle auch sehen kannst. Ja, also ich hoffe, so geht es gut. Also es geht wirklich darum, du bist hier schon sehr im Gefühl und möchtest diese leichte Gefühl, diese Fröhlichkeit auch spüren. Und du hast der Ängste vielleicht ein Stück weit, dass du etwas verlieren könntest. Also das wäre für dich ein großes Geschenk mit deinem Gegenüber. Und du hast das Gefühl, dir nimmt das jemand weg oder geht etwas verloren, so hier in diesen Karten. Dein Gegenüber, dein Herzensmensch, hat richtig panische Angst, um Geld zu verdienen, oder ist halt in diesem Mangelbewusstsein, falls er irgendwie materielles etwas verlieren würde, dass ihm das also wirklich krank macht. Also deswegen steht auch dieses Besuch mit Kopf, also auf der Kopfebene. Und dieses Besuch, also ist ja auch meistens ein Krankenbesuch, also steht auch für einen Krankenbesuch zum Beispiel. Ja, also es geht hier darum, dass er regelrecht krank ist, wenn er daran denkt, er könnte etwas Geld verlieren, deswegen auch keinen Besuch. Oder aber auch, also würde dich gerne besuchen, da er auch spürt, dass es dir nicht gut geht. Allerdings hat er hier auch Ängste, dass er irgendwie dich verlieren könnte. Das kann das auch natürlich hier andeuten. Er möchte diese glückliche Gefühl beibehalten, ja. Und also dein Gegenüber wird auch von den Engeln oder von den geistigen Welt beschützt. Also da ist ja dein Seelenpartner, ist ja auch das göttlich-männliche und also ist in der Stabilität und er wünscht sich auch hier eine feste Partnerschaft. Allerdings, oder er befindet sich noch in einer festen Partnerschaft, also in Stabilität und dadurch ja, dadurch hat er hier Ängste, etwas zu verlieren, etwas falsch zu machen. Natürlich, wenn er verheiratet ist und ein Versprechen gegeben hat, natürlich denkt er auch, kann ich doch mein Versprechen nicht brechen. Das ist auch, also hier die Kirche oder die Geistliche oder die Spiritualität, also auf der Seelenebene, spielt das auch eine Rolle. Deswegen ist er so ein Stück weit hin und her gerissen. Durch dein, entweder dass du dich nicht gut fühlst, hat er auch eventuell Verlustängste oder ist er auch irgendwie eifersüchtig. Aber ich denke eher Verlustängste, weil hier ist der
der Unglück und hier ist der Verdruss, also in der Liebe. Er hat Ängste, dass er dich verliert, also das kränkelt, oder er fühlt sich auch so krank, also er fühlt sich so krank, also seelisch krank hier, ja, weil der gefangen ist hier, also von außen zeigt er hier ein Zuhause und ist verheiratet, fühlt sich gefangen hier, der Geistliche, von irgendwie halt in diese Krankheit, und darum ist er eifersüchtig und ist der Unglückskarte Verdruss in der Liebe. Oder aber auch, also in der Liebe möchte er dich besuchen, also in der Liebe, also dass er dich trotz Ärger und trotz unglücklich, wie das alles gelaufen ist, sagt er so, ich möchte dich besuchen. Das verbindet euch, also auf jeden Fall, ihr seid ziemlich nah miteinander verbunden. Was jetzt bei dir auf der unbewussten Ebene ist, also auf jeden Fall, du wirst hier auf jeden Fall eine unverhoffte Freude erhalten, wonach du dich auch sehr sehnst. Also du bekommst diese unverhoffte Freude, weil du fühlst dich auf jeden Fall zurückgesetzt, du fühlst dich alleine, du hast dieses Gefühl, du kannst dein Gegenüber gar nicht erreichen, der ist so unnahbar, der ist nicht mehr da. Also diese Trauer spürst du, und es geht auch wirklich darum, dass das auch diese Trauer bei dir gar nicht abreißt. Also das ist dann immer da, ja. Und du hast auch starke Sehnsüchte, ja, und hoffst auf unverhoffte Freude. Also was jetzt gerade bei dir, wie das weitergeht, also es muss hier irgendwie ein Feind transformiert werden. Also das Feind kann jetzt also vielerlei bedeuten. Natürlich kann das auch noch ein Noch-Partner, eine Ex-Partner, ein Glaubenssatz oder falsche Gedanken, auch eine feindliche Einstellung auch bedeuten. Also es muss etwas transformiert werden, damit das hier in diesen Neuanfang gehen kann. Und das weißt du, darüber denkst du auch danach. Also du hast auch darüber die Gedanken. Und dann kommt der Brief hier, also da wird auch dieser Brief auf dich zukommen. So, bei deinem Gegenüber, natürlich hat er Verlustängste und weiß auch irgendwie, der ist krank und er hat hier Verdruss, die Verlustängste. Und natürlich weiß er auch, dass er irgendwas Falsches gemacht hat, vielleicht diesbezüglich dich falsch behandelt hat. Ja, im Grunde ist das jemand Treues, also treu übers Leben hinaus, würde ich sagen, klar, aus dem früheren Inkarnation übers Leben hinaus treu. Es geht auch wirklich darum, etwas ins Gleichgewicht zu bringen, das offiziell ins Gleichgewicht bringen im Außen und das zu kommunizieren, dir eine Nachricht zu senden. Diese Nachrichten, siehst du hier die ganzen Briefe mit diesen Geldtalern, also es geht auch wirklich darum, dass das positive, füllebringende Nachrichten dir zu senden, etwas ins Gleichgewicht zu bringen und in Heilung, also dass auch die grüne, das grüne Gewand da bei diesem Männchen und hier auch dieses Medizinstab, also es soll etwas in Heilung gebracht werden, ja. Also es geht wirklich darum, Möglichkeit ist es und Potenzial ist es da für eine feste Beziehung. Also es findet auch sowieso erst mit Besuchen statt, das wäre ein Geschenk und diese Fülle, ja, also in dieser Liebe. Und dein Gegenüber fühlt sich auch so einsam und verlassen. Das kann wirklich dieses, schau mal diesen traurigen Hund an, also das ist, seine Seele fühlt sich, seine Seele fühlt diese Sehnsucht und du bist weg und er ist voller Trauer. Und hier hat er natürlich auch die Hoffnung und der hat richtig Verlustängste, dich verloren zu haben, und darüber ist er traurig. Also es lässt ihm auf jeden Fall nicht kalt. So, du bist auch ein Stück weit eifersüchtig oder hast du irgendwelche Blockaden? Das können auch wirklich durch deine negativen Gedanken sein, dass du eine Gedankenkarussell hast und dass es dich runterzieht, dass dich das auch ein Stück weit krank macht, entweder weil du dich halt so auf dieses Zusammensein so fokussierst oder aber auch, weil dein Gegenüber vergeben ist
Auf jeden Fall, also hier auf der anderen Seite, du spürst auch, dass da irgendwas feindlich gelaufen ist oder also dass es nicht richtig gelaufen ist, also den Feind, dass es was falsch war, was nicht richtig war. Und in deinem Herzen bist du immer noch treu für deinen Gegenüber und die Hoffnung hast du immer noch nicht aufgegeben. So, dein Gegenüber ist auch eifersüchtig und hatte Verlustängste, also Wahnsinn, dass er hier Verluste einfährt. Allerdings, er denkt, Verluste, also in erster Linie natürlich hier, die Seelenpartner sind eh sehr Kopfmenschen, also Verluste bezüglich Geld, das ist dann seine größte Angst und natürlich ist er auch hier beschützt, also er hofft auf die Spiritualität, er hofft auf die geistige Welt, dass es hier also irgendwie eine Veränderung gibt. So, dann schaue ich noch mal, was um ihn herum ist. Also bei ihm ist hier das Glück da, also das Glück und die geistige Welt ist da. Also was es jetzt hier mit dem Geld zu tun hat, mit der Fülle zu tun hat, auf jeden Fall, auch wenn der momentan so unglücklich ist und Verlustängste hat, also der Glück ist für ihn auf jeden Fall da. Du bist auch unglücklich soweit, das verbindet dich und du hast auch Verlustängste und möchtest gerne dieses fröhliche Zusammensein und möchtest halt diese Feindseligkeit also einfach hinter dir lassen und möchtest diese unverhoffte Freude auch genießen, diese Leichtigkeit, diese unverhoffte Freude. Ja, also bei den Nachrichten, also dass er ständig die Gedanken über die Nachrichten kreisen. Ja, und offiziell und da auch so hohe Erwartungen auch, denke ich mir, deinerseits da sind. Ja, so über die feste Partnerschaft, also es kränkelt jetzt mit euch momentan, kommt aber irgendwann kommt hier eine Stabilität rein und also es fängt jetzt fängt langsam an mit Besuche, mit Verabredungen. Auf jeden Fall, also es muss jetzt hier noch was in Heilung gebracht werden. So, das war jetzt hier für dich die Zigeunerlegung heute. Ich hoffe, dir hat auch dieses Video gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über ein Like und freue ich mich umso mehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke einfach auf den Button und klicke auf die Glocke nochmal, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es etwas Neues vom Kanal Reka gibt. Noch etwas an alle, die Interesse haben, heute an diesem besonderen Vollmond. Ich biete heute Abend einen kraftvollen Vollmondritual für dich an. Also unterstütze dich sehr gerne energetisch. Also viele wissen schon, dass ich mit Reiki auch arbeite und werde auch intuitiv also die Reiki-Großgrade und Lichtgrade diese Energie fließen lassen, schon auch im Ritual. Und natürlich gibt es auch für dich und deinen Gegenüber auch eine Energieübertragung. Also dein Gegenüber, ob das jetzt dein Wunschpartner ist, noch Partner ist, Seelenpartner ist, also allgemein für deinen Herzensmenschen. Also Energiearbeit für euch beide eine halbe Stunde und natürlich brauche ich deine Vision. Was möchtest du, dass in der Erfüllung geht? Ja, also natürlich müssen wir auch bei dem Vollmond etwas loslassen. Also loslassen, Glaubenssätze oder irgendetwas, was dir nicht mehr dient. Also das kannst du mir auch schreiben, was du gerne loslassen würdest und wo du deinen Fokus, wo ist deine Vision, was soll ich energetisch aufladen, wo soll ich diese Mondenergie auch noch mitnutzen und natürlich auch das Reiki nutzen. Und Rituale, wisst ihr auch, dass sie immer sehr, sehr kraftvoll sind. Da fließt sehr viel Energie auch mit hinein. Also wenn du das buchen möchtest, du kannst das natürlich für dich alleine auch buchen und auch natürlich mit deinem Gegenüber, also für euch beide, mit Energiearbeit. Also melde dich über meine Webseite, über den Kontaktformular bitte an, wenn du daran teilnehmen möchtest und schon kannst du dabei sein. Also ich brauche von dir
also entweder mit PayPal die Überweisung natürlich, oder aber auch, wenn du das online machst, also brauchst du einen Screenshot, dass du es überwiesen hast, das Geld. Also bitte bevor Kasse, also dann ist das natürlich auch möglich. Und melde dich und dann bist du schon dabei. So, ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.